Beitrag jetzt auch sparen, Herr Wickel. Sie haben im Ausschuss, nachdem wir schon diskutiert haben und Argumente vorgetragen haben, gesagt, Sie können gerne die Sache zerreden, wir ziehen das trotzdem durch. Finde ich ein bisschen schade, so eine Haltung. Also wir haben die Mehrheit, das ist richtig, aber der Stadtverordnetenversammlung und auch die Beratung im Ausschuss lebt ja davon, dass man Argumente anhört und vielleicht die ein oder andere vorgetragene Überlegungen auch in die eigene Überlegung einbezieht. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass wir das machen. Wir sind dazu immer bereit. Wir haben viele Anträge geändert, wenn Sie konstruktiv dazu Stellung genommen haben. Trotzdem sage ich jetzt was in der Sache zu diesem Antrag, weil es natürlich schön klingt, dass man den Haushalt nachhaltig aufstellt und entsprechende Erfolgskriterien einbaut, aber, und da möchte ich dem Herrn Potisdek zustimmen, die Frage, was eigentlich unsere Nachhaltigkeitsziele sind, die muss schon politisch beantwortet werden. Das ist kein Verwaltungsakt, sondern das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und es gibt bei der Fülle von Nachhaltigkeitszielen, die ja wirtschaftliche, soziale, ökologische sein können, auch eine Fülle von Konflikten, also Interessenkonflikten, die auftauchen, das wissen Sie ganz genau. Wir haben das gleiche Thema ja gerade schon in anderen Zusammenhängen diskutiert und ich will nur einen Satz sagen. Die Klimaschutzstrategie, die Sie gerade beschlossen haben, müsste sich ja im Haushalt niederschlagen. Aber selbst die gibt es ja noch nicht konkretisiert. Das heißt, wenn wir die haben und der Magistrat sie erarbeitet hat, dann müsste man sagen, jetzt muss man schauen, wie wir das im Haushalt abbilden und auch abrechnen können. Wir haben es als Linksfraktion versucht mit dem Antrag zum Haushalt, dass wir gesagt haben, wir wollen sehen, wo überall klimaschutzrelevante Ausgaben, Einnahmen im Haushalt sich widerspiegeln. Das haben Sie abgelehnt. Schade, es wäre ein Schritt in diese Richtung gewesen und ich glaube, dass wir nicht ohne solche Schritte hinkommen. Zwei Punkte möchte ich noch anfügen. Erstens macht es ein bisschen skeptisch, wenn hier schon von externen Dienstleistern gesprochen wird. Wir wissen alle, dass solche Managementkonzepte, wie sie ja hier auch implementiert werden sollen, eine wahre Quelle für private Dienstleister sind, Aufträge zu generieren. Und wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass da sowas mal rauskommen könnte, dass man da viel Geld für ausgeben muss. Und das Zweite, die Erfahrung auch aus großen Unternehmen, auch dort, wo solche Commitments organisiert werden sollen, ist, solange das Top-Down stattfindet und im schlimmsten Fall externe Manager eingekauft werden, um solche Prozesse zu implementieren, bleibt die Wirkung nicht besonders groß. Dann wird es gut und dann wird es aufgegriffen und dann durchdringt es die Sache, wenn die Beschäftigten eingezogen werden, die in der Sache arbeiten. Wenn deren Kompetenz, deren Fragestellungen, deren Anliegen ernst genommen werden. Und das wäre ein Plädoyer, das wir hier auf jeden Fall hinterlassen wollen. Wir werden dem so nicht zustimmen, weil eben ihr Anliegen überhaupt nicht klar ist. Aber wir würden uns natürlich eine Ausrichtung des Haushalts an der Klimaschutzstrategie überhaupt nicht verweigern, wenn es konkreter drinsteht.